Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 7. Mai 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 818, heute mit den folgenden Themen. Disney Plus, Forza Street, Surface Book 3, Wunderlist, WhatsApp und Sonos mal 3. Ich beginne gleich mit Disney. Die wollten ja in den ersten drei oder vier Jahren auf knapp etwas um die 60 bis 90 Millionen zahlenden Kunden kommen. Jetzt knapp ein halbes Jahr nach dem Start ist man schon bei 54,5 Millionen zahlenden Kunden. Hier hat natürlich sicherlich Corona auch noch ein bisschen einen kleinen Einfluss, dass die Leute zu Hause geblieben sind und nichts Besseres zu tun hatten, als sich mit gewissen Streamingdiensten zu befüllen und was auch immer. Ich bin mal gespannt, wie sich das auswirken wird, vor allem wenn da nicht rasch Nachschub kommt, denn hier in der Schweiz haben wir das Ganze erst seit circa einem Monat, eineinhalb Monaten, und langsam geht halt der Stoff aus. Wir werden es sehen. Microsoft hat, wir hatten es schon mal hier im Daily Podcast, seine neueste Spiele-App veröffentlicht für das iPhone und iPad, und so viel es mehr ist auch für Android, ist jetzt endgültig draußen, Forza Street. Ich habe es mir hier im Hintergrund runtergeladen während der Vorbereitung vom Podcast. Nachher mal schauen, Nintendo Switch oder auf dem iPad spielen. Ich muss mich noch entscheiden. Mal gucken. Dann Surface Book 3. Microsoft hat das neue Surface Book vorgestellt. Hat ein bisschen größeres Display. Also es gibt eine zwei Versionen, 13,5 und 15 Zoll. Dazu satte Ausstattung, zwei Grafikkarten stehen euch zur Wahl, zumindest bei der größeren Version, bis zu 32 GB Speicherplatz. Und ich würde sagen, den Rest schaut ihr in den Shownotes nach. Da habe ich euch auch das in einem Blogpost, ist ein Video mit den ganzen Spezifikationen etc. drin. Schönes Video, das Gerät macht Lust auf einen Test. Mal schauen, was da für Möglichkeiten gibt. Dann geht's weiter. Seit gestern ist sie nicht mehr da. Wunderlist, das deutsche oder die deutsche Startup-App, die irgendwann mal von Microsoft aufgekauft wurde und dann in To-Do aufgegangen ist, ist jetzt endgültig eingestellt und kann nicht mehr genutzt werden. Ich bin ja schon länger mit Microsoft To-Do unterwegs und sehr zufrieden damit. Das kann man auf dem pogipsi.ca-Blog nachlesen, wer dann mag. Dann gibt's Neuigkeiten aus dem Hause WhatsApp, also von Facebook. Da soll es anscheinend laut einer Beta auf der Android-App, also einer Beta-App auf Android-Seite, Hinweise geben, dass bald die geräteübergreifende Unterstützung kommt, dass man nicht immer sich wieder abmelden muss, wenn man vom einen Gerät aufs andere oder auch mal nur in einen Webmessenger wechselt. Das wäre doch definitiv nicht der verkehrte Weg, weil das ist das vom mühsamsten, wenn man von einem zum nächsten Smartphone switcht. Und das tue ich ja regelmäßig. Gut, ich nutze auch WhatsApp nicht so fleißig. Somit hat sich das fast erübrigt. Aber auch was kommt, ist anscheinend die iPad-App, auf die einige schon länger warten. Weiter geht's mit Sonos. Die haben heute ein bisschen Feuerwerk losgelassen. Zum einen haben sie ihre neue App gezeigt zum S2-Controller. Die kommt irgendwann im Sommer diesen Jahres, 8. Juni genau war es. Und ich bin mal gespannt darauf. Es schaut übersichtlicher, moderner, abgerundeter und flacher aus. Gefällt mir auf den ersten Blick. Und bin mal gespannt, ob ich mit der schneller warm werde als mit der anderen, wo ich immer noch nach wie vor zu kämpfen habe. Irgendwie. Dann haben sie auch neue Geräte vorgestellt, also neue Lautsprecher. Zum einen eine Soundbar, zum anderen ein Bass, also ein Subwoofer. Und die 5er-Serie hat einen Zuwachs bekommen. Neu haben die Wi-Fi-Lautsprecher kein Mikrofon mehr, dafür aber Apple AirPlay 2. Kosten aber auch satte 579 Euro, halt das, was man bei Sonos gewohnt ist. Das war's mit den heutigen News, die ich für heute hatte. Bis mit Freitag geht unser Gewinnspiel noch für diejenigen, die teilnehmen möchten. Hört euch die Geek Talk Daily 808 an. Alle anderen dürfen's gerne teilen oder sein lassen. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.